Liebe Parteifreunde, nach diesem Feuerwerk von Albert Rupprecht und ich glaube auch der klare Beleg, dass wir nicht nur schwadronieren, sondern uns vorbereiten auf das, was kommt, so glaube ich, wurde das auch nochmal deutlich, dass wir eben keine Ideologie, kein Wischiwaschi brauchen, sondern klare Konzepte, um unseren Standort Deutschland auch in die Zukunft zu führen. Und wenn wir über die Zukunft sprechen, dann möchte ich das heute für Weiden tun. Und tatsächlich, ich finde es fast schade, also sie sind noch da, aber hören tut man nichts mehr, weil gefühlt habe ich schon auch so eine Stimmung, die mich gerade aufwühlt und wo ich sage, ich möchte die ganze Zeit schreien und protestieren. Und das Fass zum Überlaufen hat für mich auch, jetzt darf ich den Neuen Tag durchaus mal zitieren, eine Überschrift gebracht, die letzten Tage im Neuen Tag war. Eine Überschrift: Warum funktioniert es überall, außer in Weiden? Überschrift im Neuen Tag. Und jetzt war das ein konkreter Fall, da geht es um die Kfz-Zulassungsstelle. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es so, mir fallen da mehr Beispiele ein. Warum funktioniert es überall, außer in Weiden? Ich bringe ein paar Beispiele. Als erstes, Wohnbebauung. Wann haben wir es das letzte Mal geschafft, ein großes Wohnprojekt hier in der Stadt auf die Füße zu stellen? Was wir geschafft haben in den letzten Jahren, ist, Wohnprojekte zu verhindern. Turnerbund. Seit Jahren diskutieren wir hier rum. Seit Jahren. Und wir hatten einen fertigen Plan, wir hatten einen Investor. Hätte der gebaut, würden dort heute schon Kinder spielen. Und was haben wir stattdessen? Das größte Hundeklo Weidens, wie es immer so schön heißt. So stelle ich mir nicht Zukunft vor. Und woanders funktioniert's. Ich freue mich ja für meinen Kollegen Josef Hammer in Irchenried, dass er so wächst. Aber warum wächst er denn? Weil wir unsere Gebiete nicht entwickeln. Und wir haben nicht nur den Turnerbund, sondern wir haben am Stocker Hut eine Fläche. Die Spielvereinigung hat ruckzuck ihre Kunstrasenplätze gebaut und eigentlich war die Idee, dass wir ruckzuck da Wohnbebauung machen. Warum haben wir keine Wohnbebauung dort? Weil, das vergisst man nämlich dann immer, weil der Oberbürgermeister auf einmal die Idee hatte, da könnte man ja die Albert-Schweitzer-Schule hinbauen. Und das sagt er noch öffentlich und der Baudezernent sagt, ja, ich wusste von dem Plan nichts in der Zeitung. Und was ist? Alles wird wieder umgeplant, alles wird wieder neu gedacht. Obwohl wir alle wissen, auch im Haushalt, dass wir für einen Neubau einer möglichen Schule überhaupt keine Gelder haben. Das heißt, die können das gar nicht planen, aber Ergebnis, keine Wohnbebauung. Und noch ein drittes Projekt haben wir in Weidener Osten. Auch dort alles bereitet. Auch dort hat der Verkäufer gesagt, aber versprecht mir eins, wenn ich euch diese Grundstücke gebe, dann macht was draus und entwickelt sie schnell. Was ist passiert? Nichts. Warum funktioniert es überall außer in Weiden? Zweites Beispiel. Gewerbeflächen. Wir alle wissen, dass wir, wie viele Gewerbeflächen haben von der Stadt? Null. Wir haben keinen Quadratmeter. Und wir wissen alle, dass Weidenwest 4 dringend erforderlich gewesen wäre. Und wir wissen auch alle, dass wir das vor allem deshalb nicht haben, weil unsere Bürger 9 Jahre lang oder 7 bis 8 Jahre lang kein Ergebnis gesehen haben. Es wurde geplant, eine Machbarkeitsstudie gemacht und dann war die Machbarkeitsstudie schon wieder veraltet, weil man musste schon wieder neue machen, weil es so lange gedauert hat. Also auch hier geht es nicht, ganz ehrlich, Amberg, die entwickeln 32 Hektar Gewerbeflächen. Die umliegenden Gemeinden, da brauche ich gar nichts erzählen. Das sind ja nicht Firmen, die von außen irgendwo herkommen, die den Wernberg gerade bauen oder in Windisch-Eschenbach. Ich freue mich für all die Kommunen. Aber das sind Weidener Firmen, die in Weiden eigentlich bauen wollen würden, aber nicht bauen konnten, weil wir keine Fläche haben. Warum funktioniert es überall außer in Weiden? Drittes Beispiel. Innovationsprojekte. Ich weiß ja nicht, ob Sie am Schirm haben, welche Innovationsprojekte in Weiden gerade laufen oder wo Innovation und Fortschritt passiert.
Da kann ich Ihnen ein Beispiel sagen. Kemnath, eine Stadt, die es wahrscheinlich nicht nötig hätte, aber die haben es geschafft, dass sie ein Technologietransferzentrum bekommen werden. Wenn der Haushalt zustimmt, dort wird die Hochschule hier und die Technische Hochschule Deggendorf werden dort die nächsten Jahre 15 Stellen schaffen, wo man für Innovation und Gründergeist arbeitet. 7 Millionen. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen von Weiden, wo es nicht funktioniert hat, obwohl wir gar kein Geld gebraucht hätten, nämlich nur Halmersricht. Das Projekt muss man wieder vor Augen führen. Das ist vor allem auch deshalb gescheitert, weil überhaupt kein Drive da war, von der Stadtverwaltung immer wieder nur Probleme aufgezeigt wurden und dann sagt irgendwann halt auch ein Investor, nee, darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Darauf mache ich das jetzt nicht mehr. Warum geht es überall, außer in Weiden? Tatsächlich könnte man Soziales noch nennen. Auch hier freue ich mich, wenn viele Schulen saniert wird oder jetzt zum Beispiel auch die Schwimmhalle saniert wird, neu gemacht wird in Neustadt. Der Andreas Mayer ist ein taffer Landrat, der Gas gibt für die Region. Bloß bei uns, wir kämpfen, dass wir unsere Schulsanierungen überhaupt auf die Reihe kriegen oder diskutieren über Jahre hin oder her, dass letztlich ein Bau nicht mehr 50 Millionen, sondern 80 Millionen kostet und wir uns das gar nicht leisten können. Und ich möchte aber, dass die Kinder vom Stefan und von der Maria, die heute hier sind, dass die aber auch schöne Schulen haben und dass wir die auch saniert haben. Und da müssen wir beginnen und müssen wir dranbleiben. Da können wir nicht nur sagen, ja, wir schauen jetzt mal, was kommt. Jetzt haben wir Pestalozzi-Schule. Das ist die einzige Schule, die wir dieses Jahr schaffen werden. Wir haben aber 18. Auch dort kommen wir nicht voran. Bei Soziales könnte ich übrigens auch nur einen barrierefreien Ausbau der Altstadt nennen. Also ich empfehle anderen, da geht es ja nicht nur um behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern es geht ja auch um Frauen mit Stöckelschuhen oder um Menschen, die mit Rollator rum sind. Es geht um eine Aufwertung unserer Altstadt. Und wir wissen doch alle, was wir zu tun haben, dass wir die Läden auch halten in den Städten. Wir wissen, was in der Max-Reger-Straße los ist, wo wieder Schließungen sind. Wir wissen, dass wir im Nock noch nicht den Füllstand haben, den wir gerne hätten. Da gibt es viel zu tun, aber wir als Stadt kriegen es nicht auf die Reihe, wohlgemerkt gefördert, dass wir diesen barrierefreien Ausbau endlich hinbekommen. Warum geht es überall außer in Weiden? Und zu guter Letzt, da könnte man natürlich auch sagen, ja, schwierig alles. Haushalt, das ist immer schwer zu erklären, aber wir sind mit 100 Millionen so verschuldet, dass irgendwann die Regierung sagt, so geht es nicht mehr weiter. Amberg im Vergleich 20 Millionen Schulden. Und jetzt kann man nicht sagen, Amberg hat andere Voraussetzungen. Und wir haben dieses Jahr, und das ist ja das Fiasko, was wir im Bund und einem Land erleben, im Bund, wir haben die höchsten Steuereinnahmen, auch 36 Millionen, und schaffen es nicht, unseren Haushalt vernünftig aufzustellen. Wir haben dieses Mal in der Fraktion schon das erste Mal auch gesagt, wir werden da nicht mehr so einheitlich mitmarschieren. Wenn sich das nicht ändert und wir nicht strukturell daran gehen, dann können wir das auch nicht mehr mittragen, weil dort wird Zukunft vernichtet. Warum geht es überall außer in Weiden? Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, ist doch ganz einfach, Stadtrat. Das ist die erste Antwort, Stadtrat ist schuld. Haben wir unsere 7 Fraktionen, der Stefan Golwitz hat schon ein paar Beispiele gesagt. Ich sage euch mal ein paar Beispiele, was bei uns die Fraktionen für Anträge stellen. Da haben wir zum Beispiel die Grünen, die stellen einen Antrag, Nutzung des Turnerbunds als Tiny House Standort. Die stellen einen Antrag, Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Die stellen einen Antrag, Mitgliedschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern. Die stellen einen Antrag, Hilfe für Pfandsammler. Oder die Basis, Schutz und Nahrung für Wildvögel. Liebe Freunde, wenn wir uns nicht um die Dinge kümmern, die die Stadt voranbringen, um Wirtschaftskraft, um Arbeitsplätze, um Innovation, dann werden wir die Stadt da nicht voranbringen und mit diesen definitiv nicht. Aber wir haben ja auch eine SPD. Noch. Wenn man sich diese Beispiele mal anschaut, die sind schon näher dran an der Realität. Und ganz ehrlich, ich würde mir manchmal eine stärkere SPD und ein bisschen weniger Chaoten, wäre mir manchmal lieber als so, wie es jetzt ist. Die stellen Antrag, erstens, Sachstand Turnerbundareal.
Also ich dachte, der OB hockt da jeden Montag in der Sitzung mit drin, da könnten Sie ihn einfach fragen, was denn los ist. Oder Sie stellen einen Antrag Taskforce Klimaschutz. Oder einen Antrag Markierungsarbeiten muss Lohnstraße. Oder Josefs Haus Taubenkot. Da komme ich noch dazu. In der Summe, also das ist mein Eindruck, glaubt die eigene Partei nicht daran, dass der Oberbürgermeister seinen Job macht. Und genau das ist der Grund für diese Anträge. Ich hatte heute wieder sehr interessante Gespräche. Und tatsächlich war das schönste Gespräch war von einem SPD-Mitglied, der gesagt hat, er tritt jetzt aus. Dann habe ich gesagt, du versprichst es mir in die Hand, dass jetzt austritt und das nicht aufschiebst, weil gute Dinge sollten nicht warten. Und ich habe zweites gesagt, du musst gleichzeitig zur CSU gehen, wenn du willst, dass sich auch hier in der Stadt was bewegt. Und ich hatte ein zweites Gespräch, ein sehr enger Wegbegleiter von Hans Schröpf. Dann habe ich mit ihm ein bisschen unterhalten und habe so gefragt, wie war es denn mit der Zusammenarbeit? Und dann hat er gesagt, naja, der Hans, der wenn einen Plan gehabt hat und überzeugt war, dass der richtig ist, dann ist er marschiert. Und dann hat er das durchgesetzt und hat vor Ort seine Unterstützer geholt, auch wenn die vielleicht einmal nicht dafür waren. Hat dann im Bund und im Land natürlich, in der Kombi mit dem Gustl, natürlich auch dafür gesorgt, dass die Finanzierung passt. Und ein Spruch hat er gesagt, und das hat mir richtig gut gefallen, und der Hans war halt einer, der hat Eier gehabt. Und genau das ist, glaube ich, das, was man als Oberbürgermeister braucht. Ein klares Bild und Eier. Und liebe Parteifreunde, Fasching ist ja für so Leute wie mich immer schwierig, weil ich ja eigentlich ein ziemlicher Faschingsmuffel bin. Aber ich habe es zumindest geschafft, mich ein bisschen zu verkleiden. Ich habe nämlich eine Kapitänsmütze aufgesetzt. Und tatsächlich denke ich mir schon immer was. Ich war ja schon mal als Bauarbeiter, weil ich gesagt habe, Baustelle Stadt. Und jetzt halt als Kapitän, weil ich glaube, genau das ist es, was die Stadt auch braucht. Einen Kapitän. Denn ein Kapitän muss ein Schiff führen und der muss wissen, erstmals, wo fahre ich überhaupt hin? Gefühlt habe ich den Eindruck, der Aktuelle, der weiß gar nicht, wo es hingeht. Wir haben doch kein klares Ziel, wo sich diese schöne Stadt Weiden entwickeln soll. Ich sehe das Bild nicht. Dann muss ein Kapitän seine Mannschaft kennen. Dann muss er das Schiff kennen, bis ins Detail. Und muss wissen, was es zu tun gibt auf diesem Schiff. Und dann muss er auch umgehen mit Strömungen, mit Wind. Und dann kann er seine Mannschaft auch ans Ziel bringen. An ein lebens- und liebenswertes Weiden, das auch eine Wirtschaftskraft hat und das Strahlkraft hat in der ganzen Region. Für so ein Weiden braucht es einen solchen Kapitän. Und also ohne über die Qualitäten von Verkleidungen zu sprechen, und ich vermute fast, dass das jetzt dafür sorgen wird, dass sich diejenige Person anders verkleiden wird künftig. Als was war der Oberbürgermeister verkleidet? Als Hippie. Als Hippie. Und ich will ja nicht zu viel hineininterpretieren, ganz ehrlich, jeder kann sich zu Fasching anziehen, wie er will. Aber ganz ehrlich, manchmal fühle ich mich schon so, als würden wir von einem Hippie regiert. Und da passt die ganze Drogenlegalisierung noch dazu. Und wenn man da sagt, warum geht es überall außer in Weiden, dann ist es halt genau das. Weil wir eben einen Kapitän brauchen. Weil man einen braucht, der die Themen nicht nur anspricht, sondern auch löst. Erst heute wieder 1,5 Stunden Besprechung beim Oberbürgermeister, da war nicht einmal was vorbereitet. Da gehst du rein, das ist zu schade für die Zeit. Und wir brauchen einen, der die Themen löst und nicht nur die Themen vor sich her schiebt.
der die Themen anpackt und nicht nur sagt, das ist nicht meine Verantwortung, der sich was traut, der auch mal ein Risiko eingeht. Weil was haben wir zu verlieren? Wir müssen wieder mehr leisten in der Stadt und Altstadt, damit wir wieder an der Spitze sind. Und das ist nicht in Konkurrenz zu anderen, sondern in gemeinsamen Miteinander. Wollen wir als Nordoberpfalz wieder diese Strahlkraft haben, die wir brauchen. Und dazu braucht es ein starkes Oberzentrum, dafür braucht es ein starkes Weiden. Und es geht ja, und das ist glaube ich so das, was wir diese Wahrnehmung haben, warum geht es überall nur nicht in Weiden? Das liegt daran, weil wir oft die kleinen Dinge nicht gelöst kriegen. Wir hatten schon den ominösen Streifen, der von allen als Parkplatz missbraucht wird, wo die Geschäfte die Luft abgegraben wird und letztlich, wo wir jetzt seit Jahren schon rumdiskutieren. Aber ich kann ein zweites Beispiel nehmen, das ist noch anschaulicher. Tauben in Weiden. Also geben Sie mal beim ONetz, suchen Sie mal Tauben und suchen Sie mal Gewerbeflächenentwicklung. Ich garantiere Ihnen, das Taubenthema wird häufiger auftauchen. Und das Taubenthema ist aber immer noch nicht gelöst. Und ich sage Ihnen auch hier, wir brauchen einen Oberbürgermeister und keinen Taubenmeister. Das ist auf jeden Fall richtig. Und natürlich, und man merkt ja jetzt spürbar gerade auch, und an der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an Lothar Höher, unseren Bürgermeister, der auf dem Weg der Genesung ist und bald auch wieder in unserer Mitte ist. Man merkt, dass da was fehlt. Es fehlt nämlich auch ein Kümmerer. Also es geht ja nicht bloß um die großen Themen, sondern um die kleinen Themen. Vorgestern habe ich wieder eine Mail erhalten von einer Bürgerin, die stocksauer war, weil sie ihr Anliegen dann nicht mal nur nicht bearbeitet wurde, sondern weil es schlichtweg überhaupt keine Reaktion gegeben hat. Und das geht nicht. Und wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung müssen wir stärken, müssen wir unterstützen. Wir haben super Leute in der Verwaltung, sie brauchen aber auch den Raum und die Möglichkeiten, Dinge auch um- und durchzusetzen. Und dazu braucht es natürlich auch den Rückhalt von der Politik und insbesondere auch den Rückhalt vom Oberbürgermeister. Und genau diese Kümmerer, was der Lothar immer ist, was wir sind in vielen kleinen Dingen, genau auch das braucht es als Oberbürgermeister und das erleben wir gerade nicht. Und zu guter Letzt kann man natürlich, das eine ist immer relativ einfach zu sagen, was nicht geht, weil die Zeiten werden nicht einfacher werden. Die Herausforderungen, die wir im Bund haben, die kommen auch auf Weiden und zwar mit voller Gewalt. Ich habe schon gesagt, 100 Millionen Schulden. Die Kliniken werden uns weiterhin beschäftigen, weil wir als Kommune wollen, dass die Gesundheitsversorgung hier vor Ort auch funktioniert. Da nehmen wir Millionen in die Hand, damit die Bürgerinnen und Bürger hier diese Versorgung haben. Und es kann nicht sein, dass wir als Kommunen das auslöffeln müssen, weil der Bund das Defizit nicht übernimmt. Aber auch dazu stehen wir. Auch dazu stehen wir und sind weiterhin bereit. Wir haben die Stadtwerke, die gerade in eine super Anlage investiert hat. Aber auch dort haben wir einen hohen Verschuldungsgrad und können neue Investitionen nur mehr über weitere Schulden finanzieren. Wir haben die Stadtbau, energetische Sanierungen, 1800 Wohnungen. Herr Kammer hat gesagt, na, da können wir ein paar hundert Millionen gebrauchen. Und genauso bei den Stadtwerken geht es natürlich auch um die Energiewende. Da erzählen die uns, na, müssen wir halt überall Wärmepumpen reinmachen. Ja, wie denn? In einer Stadt wie Weiden, wo jeder am Gasnetz hängt. Wie soll denn das funktionieren? Das ist realitätsfern und das ist das, was der Albert gesagt hat. In Berlin weg von den Leuten zu sein. Und deswegen haben wir diese drei Töchter und gleichzeitig müssen wir Schulen sanieren, wollen wir natürlich auch in die Zukunft investieren, in viele Dinge. Und das heißt, gerade deshalb braucht es diesen Kapitän an Bord des Schiffes Weiden. Und ich sage Ihnen, wir als CSU, wir sind dafür bereit. Wir sind näher am Menschen. Wir sind draußen bei den Leuten. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern wir sind bei allen Vereinen. Es gibt keine Vereinsversammlung, wo nicht ein CSUler mit dabei ist. Weil mir das wichtig ist, weil wir wollen hören, was die Leute bewegt. Wir sind näher am Menschen, weil wir uns um die Dinge, auch um die kleinen Dinge kümmern. Und wir sind auch als Fraktion
mit unseren ganzen Kolleginnen und Kollegen auch immer draußen, um genau auch das zu sagen und zu transportieren, was uns bewegt. Wir sind Weidens Zukunftspartei. Der Glasfaserausbau, der wurde vom Oberbürgermeister verhindert. Und nur durch unsere Arbeit als CSU haben wir diesen Glasfaserausbau in Weiden hinbekommen. Oder zweites Beispiel, Bahnhofsareal. Nur durch den Antrag der CSU war es möglich, dass wir uns hier schon mal mit Planungen beschäftigen. Da sagen mir doch SPD-Kollegen und auch der Oberbürgermeister, ah, so ein Krampf, wir werden doch da eh nie was bauen und von der Bahn kriegen wir doch eh nie Flächen. Ja, ist das eine Zukunftsvision für Weiden? Nein, das ist es nicht. Wir als CSU haben das durchgeboxt und wir haben es ja letztlich auch die Planungen sind ja gelaufen und damit sind wir bereit, wenn wir die Kapitänsposition übernehmen, dass wir genau diese Dinge in Wirkung bringen. Und wir sind auch Weidens Wirtschaftspartei. Wir kümmern uns um die Anliegen. Wir sind draußen bei den Unternehmerinnen und Unternehmen und wir reden mit denen und wissen, was die bewegt. Wir jubeln nicht über die hohen Gewerbesteuereinnahmen, weil wir wissen, dass da das große Erwachen noch kommen wird. Und wir werden nur durch Wirtschaftskraft letztlich auch all diese Themen aufgreifen können. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, glaube ich, wurde nochmal deutlich, wir sind bereit als Fraktion auch diese Kapitänsposition anzugehen. Ganz ehrlich, am liebsten wäre es mir, wenn man auch in Kommunalwahlen Neuwahlen fordern könnte, weil tatsächlich ich schon den Eindruck habe, warum funktioniert es überall außer Weiden, da ist jeder Tag, der das noch so zugeht, ein verlorener Tag für Weiden. Und ich möchte, dass wir gemeinsam hier Weiden in Zukunft sehen wollen mit einer Stärke, mit einer Kraft, mit einer positiven Überschrift. Ich will, dass im Neuen Tag, in Oberpfalz Echo und im OTV, dass die Überschrift steht, es funktioniert überall, aber in Weiden funktioniert es am besten. Ich will wieder, dass wir der Motor der Region werden. Nicht, dass wir gezogen werden, sondern dass wir der Motor sind. Dass wir der Leuchtturm sind, gemeinsam mit Tirschenreuth und Neustadt, dass wir die Region gemeinsam anschieben. Dazu braucht es mehr, als wir es bisher haben. Ich will auch, dass wir Aufbruchsstimmung wieder haben. Dass man, wenn man draußen unterwegs ist, nicht erklären muss, warum was nicht funktioniert, sondern sagen kann, hey, schau an, in Weiden, da haben wir ein gutes Beispiel, ein gutes Projekt gemacht. Da haben wir einen guten Investor gefunden. Da haben wir eine gute Ansiedlung gemacht. Ich will, dass wir wieder stolz draußen erzählen, was Weiden leisten kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und da braucht es aber alle. Da braucht es euch, sie miteinander. Immer wenn, also ich weiß ich nicht, immer reden die Leute mit dir und die sagen dann immer mit mir und sagen dann immer, oh Mann, es geht nichts voran. Ich stelle dann schon die Gegenfrage. Und was ist dein Beitrag? Was leistest du, dass wir diese Situation ändern? Weil das wird nicht ich alleine schaffen, das werden wir nicht als Parteifamilie schaffen, sondern es braucht jeden. Und es braucht eine Aufbruchsstimmung für alle, die hier sind und alle, die auch draußen sind und jetzt gerade leise sind. Es braucht jeden, engagiert euch, bringt euch ein, werdet Mitglied, nicht nur einmal demonstrieren, sondern mitarbeiten. Das ist harte Arbeit. Parteiarbeit ist nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig. Die Kollegen nicken. Aber es braucht diese Menschen, die sich engagieren, die mehr geben wollen, als dass sie von der Gesellschaft nehmen, die sich einbringen in den Vereinen, aber in allen anderen Dingen auch. Und ich will mit euch, dass wir diese Zukunftsstadt Weiden bauen und dass wir in der Zukunft wieder lesen, es funktioniert überall, aber am besten funktioniert es in Weiden. In diesem Sinn packen wir gemeinsam an. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und die nächsten 2 Jahre geben wir nochmal richtig Gas, weil wir keine Neuwahlen haben. Aber ab 26 werden wir den Kapitän stellen dieser Stadt. Ganz herzlichen Dank.
auch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die Ehre, das Schlusswort zu übernehmen. Und lassen Sie mich eins schon mal sagen, es war wieder ein fantastischer, ein interessanter politischer Aschermittwoch. Ich bin dankbar, dass unser Albert Rupprecht heute hier gesprochen hat. Unser Benjamin Zeitler hat uns jetzt noch mal mitgerissen als Kapitän. Und ich muss wirklich sagen, vergelt's Gott, das war wirklich eine Freude.